Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero no hay felicidad. Hallo und willkommen zum 21. Dezember. Es sind nur noch 3 Tage. Ach ja. Heute haben wir eine goldene Krone oder sowas. Was ist gerade passiert? Wir haben einen irgendwas untersucht. Ah ja, genau, die haben alles kurz und klein gehauen. Nicht Peter diesmal, sondern das böse Pärchen aus dem Hotel. Nach einer Weile gaben die beiden Schatzräuber auf und verschwanden unverrichteter Dinge wütend im Hotel. Peter hatte die Zeit genutzt, um sich am Türschloss zu schaffen gemacht. Und sich am... okay. Sein Dietrich-Set hatte er immer dabei. Ja, die Tür ist auf! Schnell raus hier! Bob klopfte ihm grinsend auf die Schulter. Aus dir wäre auch ein guter Einbrecher geworden. Eilig rannten sie hinaus und standen wenig später vor dem Hotel. Justus hatte immer noch den Dreizack in der Hand, als er den Brunnen betrachtete. Plötzlich zuckte er zusammen. Freunde, nicht das Hotel ist gemeint, sondern der Neptunbrunnen. Sofort machten sie sich auch daran, den Brunnen zu untersuchen. Justus und Bob standen im Brunnenbecken und Peter kletterte auf die Statue. Doch als er am Kopf die Krone berührte, hatte er sie plötzlich in der Hand und im Brunnenbecken öffnete sich ein Loch. Vor Schreck rutschte er ab und die drei wurden vom Sog des Wassers in die Tiefe gerissen. Durch eine Röhre ging es abwärts und Sekunden später fanden sie sich in der Druckkammer wieder. Peter hielt immer noch die Neptunkrone in seinen zittrigen Händen. Auf dieser waren seltsame Zeichen zu sehen. Du kannst aus den Zeichen sicher ein Wort bilden. Wie lautet es? Okay, ganz ohne 3 und 4, ohne N und S, G-A, 1 Million. G-A, 1 Million. Oder Millionen, Galionen, Galionen, was ist das, König oder Schach? König wahrscheinlich. Galionsfigur. Aber ich weiß, ja, Galionsfigur macht am ehesten Sinn, aber ich weiß gerade nicht, wieso, was das für ein Zeichen ist. Das ist 2, 3, 4, 5 und 6 fallen weg. König. Königsfigur? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es Lösung Nummer 1. Wenn jemand weiß, was dieses Schachmännchen zu bedeuten hat, dann schreibt es mir einfach in da ohne halt in die Kommentare. wie man das kennt. Ja. Oder Schachfigur? Doch, Schachfigur. Okay, ihr braucht es nicht mehr zu schreiben. Schachfigur. Also Galionsfigur. Lösung Nummer 1 im Rochen. Der nette Rochen von nebenan. Den haben wir direkt neben den Langhalsdelfinen. Hier ist Mr. Rochen. Der hat doch bei Findet Nemo den Lehrer gespielt. Den kenne ich noch, den Rochenschauspieler. Hat seine Rolle als Rochen so gut gemacht. Okay. Wieder was Geheimschriftmäßiges. Diesmal ist ziemlich viel Geheimschriftzeug drin. Ah, ist das der Cäsar-Code? Das sieht
verdammt nach dem Cäsarcode aus. Es sind nämlich wieder zwei Scheiben für den Kollegen und für sich selber und dann sind da die Buchstaben drauf und das verschiebt man dann so, je nachdem. Der Empfänger muss dann halt wissen, wie es verschoben ist. Also zum Beispiel J gleich G oder so. Und schauen wir uns die Beschreibung an. Du hast gut aufgepasst und die Aufgabe gelöst. Doch nun wird es sehr knifflig und eine rätselhafte Geheimschrift ist zu lösen. Mit der Hilfe der Decoderscheibe schaffst du das aber innerhalb kürzester Zeit. Wichtig beim Dekodieren mit den Scheiben ist der Einstellungscode. Dieser legt fest, in welcher Stellung die Buchstaben zueinander stehen. Wenn du zum Beispiel den Code G in Klammern blauer Buchstabe, Y in Klammern roter Buchstabe hast, dann ergeben sich die Buchstabenpaare für deine Geheimnachricht wie folgt. F roter Buchstabe wird E blauer Buchstabe und E roter Buchstabe wird U blauer Buchstabe. Hilfe wird dann zu Irrtoi. Irrtoi, Irrtoi! Die roten Buchstaben sind alphabetisch geordnet. So hast du es beim Codieren einfacher. Stimmt, man könnte auch einfach, das untere Alphabet auch noch durcheinander machen. Einstellungscode. Das sind so... die Zahlen stehen für dieses Irrtoi. Okay. Also, wenn ihr irgendwo Irrtoi lest, vielleicht heißt es Hilfe. Okay, das war der 21. Dezember. Und wir nähern uns jetzt langsam, aber sicher dem 24. Und morgen sind wir dann beim 22. wieder da. Ja. Wir schaffen das noch. Bis zum 24. durchziehen. Oh, ich bin so gespannt, was in der 24 drin ist. Was glaubt ihr, was da drin ist in der 24? Ratet mal. Also letztes Mal habe ich vergessen, was drin war, aber einmal war ja Katzengold drin. Und einmal... Ich weiß es gar nicht mehr. Müssten noch mal nachgucken in den anderen Videos. Okay, dann bis morgen.